So, damit herzlich willkommen zum Videomodul der Makroökonomie. Schön, dass ihr dabei seid. Wir werfen erneut einen Blick auf das Gütermarktmodell. Auf dem Gütermarkt werden hergestellte Güter abgesetzt. Dieser wird unterteilt in den Konsumgütermarkt und in den Investitionsgütermarkt. Ja, Voraussetzung für die heutigen Inhalte ist, ihr habt das Gütermarktmodell in seinen Grundzügen verstanden. Wenn das nicht der Fall ist, schaut euch gerne meine Playlist der Makroökonomie auf unserem Channel um. Hier auch der Hinweis, wir haben einen Fragenkatalog auf unserer Webseite bereitgestellt. Auch dort findet ihr die Inhalte, die Gegenstand unserer Videos sind. Ja, folgende Fragestellung wartet auf uns. Und zwar, wollen wir das Gütermarktmodell kritisch betrachten? Identifizieren Sie mindestens zwei Probleme bei der Umsetzung direkter Nachfragesteuerung auf dem Gütermarkt. Vier Punkte habe ich für euch vorbereitet. Ich halte diese Punkte jetzt erstmal fest, dann werden wir ein, zwei Punkte nochmal im Kern erläutern. Und zwar, erster Punkt, die Staatsausgaben oder Steuern rasch zu ändern. Die Steuern rasch zu ändern. Ist aufgrund der Demokratie nahezu unmöglich. Gehe ich gleich nochmal im Kern drauf ein. Ja, den zweiten Punkt, und zwar aufgrund komplexer Prozesse, sind die Auswirkungen auf die Variablen, wie zum Beispiel Konsum, im Gütermarkt nur mit großer Unsicherheit zu prognostizieren. Ja, und je weiter ich in die Zukunft prognostiziere, desto mehr sind diese Aussagen eben auch von Unsicherheit, diese Prognosen auch von Unsicherheit geprägt. Aufgrund komplexer Prozesse, sind die Auswirkungen auf die Variablen, zum Beispiel Konsum, im Gütermarkt nur mit großer Unsicherheit zu prognostizieren. Ja, dann der dritte Punkt, und zwar das Ziel, ein bestimmtes Produktionsniveau zu erreichen, kann unerwünschte Nebenwirkungen nach sich ziehen, zum Beispiel Inflation. Also das Ziel, ein bestimmtes Produktionsniveau zu erreichen, kann unerwünschte Nebenwirkungen nach sich ziehen. Ja, hier ein kleines Beispiel. Zum Beispiel Inflation. So, dann der vierte Punkt, und zwar ein hohes Budgetdefizit. Dazu sollte man natürlich wissen, was ist ein Budgetdefizit. Und hohe Staatsverschuldung können negative Implikationen für die lange Frist haben. Ja, hier müsst ihr natürlich die Fristen unterscheiden können, kurze, mittlere, lange Frist.
das Ganze ist ein bisschen komplex, sonst würde ich hier den Rahmen sprengen, wenn ich darauf eingehen würde. Und abgesehen davon, alle Inhalte habe ich da jetzt auch nicht für euch parat. Hangelt euch von Video zu Video in unserer Playlist. Wir sind auf die unterschiedlichen Fristen auch eingegangen. Trotzdem möchte ich den Punkt, auch wenn es der komplexeste Punkt hier ist, einmal festhalten. Ein hohes Budgetdefizit. Budgetdefizit und hohe Staatsverschuldung oder hohe Staatsschulden, Staatsverschuldung können negative Implikationen für die lange Frist haben. Ja, ich packe euch die vier Punkte auch nochmal unten in die Videobeschreibung hinein, könnt ihr dann unten nochmal abgreifen. Ja, jetzt Klausurtipp, Lerntipp. Es sind jetzt hier vier Punkte, ihr müsst nicht alle vier verstanden haben. Wenn ihr jetzt diese Fragestellung hier heranzieht, dann seht ihr zwei Probleme. Auf zwei Probleme muss eingegangen werden. Das heißt, wenn ihr für Klausuren lernt, nicht immer alles lernen, sondern immer so zwei Punkte, zwei Aspekte pro Thema, zwei Kritikpunkte, zwei Vorteile, zwei Nachteile, eine Definition, zwei Erläuterungen, zwei Beispiele und so weiter und so fort. Auf jeden Fall immer so zwei Aspekte würde ich grundsätzlich mir aneignen. Dann könnt ihr zu jedem Thema was in der Klausur schreiben und ich würde mir immer die Aspekte aneignen, die ich auch verstanden habe. Es nützt nichts, wenn ihr den ganzen Kram hier auswendig lernt. Natürlich ist das eine Notlösung, habe ich auch ab und zu gemacht, mir einfach eine Karteikarte genommen, gewisse Aspekte einfach nur auswendig mir angeeignet und in der Klausur abgespult. Kann man machen. Nur euer Ziel sollte erstmal sein, pro Thema so zwei Aspekte immer parat zu haben, pro Fragestellung. Und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt 10 Vorteile zu Thema X kennengelernt. Ich eigne mir jetzt 10 Vorteile an und gehe dann zum nächsten Thema. Ihr verliert nur unnötig Zeit in der Prüfungsvorbereitung. Zwei Aspekte reichen mir persönlich aus und da würde ich dann auch immer mich auf die Aspekte beziehen, die ihr am besten versteht. Ihr habt jetzt gemerkt, der vierte ist relativ komplex, da muss man eben diese Fristen auch kennen. Und wenn man die nicht kennt, dann kann man hier schwer drauf eingehen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir ja diese Fristen noch gar nicht behandelt. Wir sind ja nur auf das Gütermarktmodell in seinen Grundzügen eingegangen. Ja, den ersten Punkt möchte ich einmal kurz erläutern, und zwar die Staatsausgaben oder Steuern. Ja, der Staat finanziert seine Staatstätigkeit eben durch Steuern. Der Staat hat durch seine Tätigkeit eben zum Beispiel im Bildungssektor, in den unterschiedlichen Bereichen, Verkehr, Gesundheit, natürlich Ausgaben. So, und diese Ausgaben müssen finanziert werden. Dementsprechend werden Steuern erhoben. Einmal auf der Ebene des Bundes, dann haben wir die Gebietskörperschaften, die Länder, wir haben Gemeinden, die von der Gewerbesteuer, vom Hebesatz eben profitieren. Und damit eben diese Gebietskörperschaften aktiv werden können, ihren Aufgaben gerecht werden können, brauchen sie natürlich Einnahmen. So, da einmal kurz die Begrifflichkeiten Ausgaben und Steuern in Verbindung gebracht. Und die Staatsausgaben im einfachen Gütermarktmodell, wenn Exporte und Importe gleich null betragen, die lassen wir jetzt mal außen vor, das erweiterte Gütermarktmodell, soweit sind wir noch nicht, beziehungsweise ihr seid noch nicht so weit, wenn ihr euch das Video hier anschaut. Ihr habt auf der linken Seite einmal Einkommen, auf der rechten Seite Einkommen entspricht dann eben der Summe aus Konsum der privaten Haushalte, Investitionen der Unternehmen und den Staatsausgaben, Punkt, oder Staatskonsum, so, dass man das nochmal im Hinterkopf hat. Ja, und diese beiden Größen, Ausgaben, Steuern, rasch zu ändern, ist aufgrund eben der Demokratie nahezu unmöglich. Denn es müssen für
jede Gesetzesänderung, Gesetzesänderung erst Mehrheiten gebildet werden, gebildet bzw. gefunden werden. So, wenn ich keine Mehrheiten habe, dann kann ich so viel vorschlagen, wie ich will in der Regierung. Selbst wenn ich in der Regierung bin, es muss nicht immer auch in der eigenen Partei, müssen nicht zwingend Mehrheiten für bestimmte Vorschläge da sein. Wenn ich eben keine Mehrheiten finde, dann kann ich zum Beispiel eine Steuererhöhung nicht durchsetzen. So, und diese Prozesse, die dauern eben an. Es kann durchaus sein, dass da mal eine ganze Legislaturperiode über einen Vorschlag diskutiert wird, der dann am Ende teilweise auch gar nicht umgesetzt wird. Wir haben die Programme der Parteien. So, und ihr könnt euch immer gerne, dass die Programme, wobei das jetzt in der Legislaturperiode auch eine besondere Situation ist, ihr kennt die aktuelle Lage, aber nehmt euch mal die Programme vor und guckt mal, welche Punkte, Programmpunkte der SPD und der CDU in der aktuellen Legislaturperiode überhaupt umgesetzt wurden. Und wie lange hat das eigentlich gedauert, bis diese ganzen Punkte umgesetzt wurden? Zum Beispiel Angleichung des Mindestlohns oder jetzt Erhöhung des BAföG-Satzes oder Kündigungsschutz. Ich kann nur noch 10, 12, 15, 20 weitere Themen nennen. Das sind jetzt so die spontanen Themen, die mir jetzt halt eingefallen sind. So, das wäre der erste Punkt, den ich erläutern kann. Ich denke, das ist ersichtlich. Ja, der zweite Punkt, da können wir auch nochmal kurz drauf eingehen, und zwar aufgrund komplexer Prozesse sind die Auswirkungen auf die variablen Konsum im Gütermarkt nur mit großer Unsicherheit zu prognostizieren. Also, da können wir auch so eine Steuererhöhung wieder ranziehen. Wenn ich jetzt meinen Vorschlag in der Regierung durchgesetzt habe und ich habe eine Mehrheit gefunden, das Ganze ist auch rechtens. Die Steuererhöhung kommt zum 1.1. des kommenden Jahres. Um 2% erhöht sich die Steuer. Dann habe ich natürlich schon Auswirkungen im Hinterkopf. Okay, erste Auswirkung wäre, die Einnahmen, die Steuereinnahmen erhöhen sich. So, aber vielleicht habe ich ja Auswirkungen falsch eingeschätzt, dass am Ende sich herausstellt, dass die Steuereinnahmen sich gar nicht erhöhen, weil die Haushalte ihre Einkommen anpassen und sagen, okay, wenn ich jetzt 2% mehr von meinem Einkommen abgeben muss, dann gehe ich vielleicht weniger arbeiten. So, und am Ende haben wir doch nicht mehr Steuereinnahmen, weil der Steuersatz von, was weiß ich, von 49% auf 51% gestiegen ist und dann über die Hälfte des Einkommens von den Bürgern eben, ich will jetzt nicht sagen, weggenommen wird, aber über die Hälfte an Steuern gezahlt, abgegeben werden muss an den Staat. Ja, und dann könnte es durchaus sein, dass es eben Einfluss hat auf das Verhalten von Individuen, von Unternehmen, Haushalten, von den ganzen Wirtschaftssubjekten. Am Ende sind gar nicht diese Prognosen eingetreten. Und hier kann man sich gut merken, je weiter ich in die Zukunft prognostiziere, desto mehr sind diese Aussagen, diese Prognosen eben von Unsicherheit geprägt. Ich kann jetzt schwer sagen, was in 20 Jahren passiert hier. Wir gehen alle davon aus, dass in 20 Jahren nur noch Elektroautos fahren, aber ist das wirklich in 20 Jahren der Fall? Der Benziner, den gibt es vielleicht gar nicht mehr. Wir haben nur noch erneuerbare Energien. Der Spitzensteuersatz ist dann vielleicht bei 50% etc. Ja, treffen diese Prognosen auch wirklich ein, wenn ich 20 Jahre vorausblicke. Wenn ich ein Jahr, sagen wir eine Legislaturperiode vorausblicke, ist weniger von Unsicherheit geprägt, weil ich kenne zum Beispiel die Programmpunkte der Parteien. So, gehe dann davon aus, okay, CDU, Grüne könnten eventuell eine Koalition bilden, dann werden sich die und die Parteiprogramme durchsetzen, diese Punkte durchsetzen. Das wäre so eine Prognose, da kann man eher vertrauen als eine Prognose, die ich in 20 Jahren mache. Wir wissen gar nicht, wie sieht die Demokratie überhaupt in 20 Jahren aus? Wer entscheidet da eigentlich? Ja, es soll es gewesen sein. Ein paar Kritikpunkte. Wie gesagt, Kritik zu äußern an Modellen, Theorien ist immer so eine der schwersten Aufgaben, Fragestellungen in Klausuren. Deshalb sollte man sich diese Punkte immer am Ende vornehmen, während der Prüfungsvorbereitung. Bis zum nächsten Mal und ciao.